Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ich bezeuge la ilaha illallah und ich bezeuge Muhammad rasulullah, salawatu rabbi wassalamu alayhi. Ramadan, Tag 18, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Einst kam ein Sahabi zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte: Ya Rasulullah, wer hat das meiste Anrecht auf meine Gutmütigkeit, auf mein gutes Benehmen? Er sagte: Deine Mutter. Er sagte: Und danach? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte: Deine Mutter. Jetzt fragt er: Wer danach, ja Rasulullah? Deine Mutter. Sagte: Okay, ja Rasulullah. Aber danach? Sagte: Dann dein Vater. Einst saß der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Gefährten und sie überlieferten uns: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stand auf, sprang auf und rannte zu dieser alten Frau, nahm sie unter ihren Arm und ging mit ihnen ein Stück bis nach Hause. Und wir sahen, wie sie an einer Art, wir nennen es mal Schlagloch, voll mit Staub und Erde da ankamen. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein oberen Gewand ausgezogen, hat das über diesen Schlagloch gelegt und ließ diese alte Frau über sein Gewand treten, dass sie so auf diesen Schmutz nicht tritt. Dann hat er es angezogen, hat sie nach Hause gebracht, ist wieder zu uns gekommen, hat sich gesetzt und hat weitergeredet. Die Sahabe waren verwundert und fragten: Herr Rasulullah, wer war das und was war das? Er sagte: Das war Halima, meine Stillamme, die mich gestillt hat. Hat sie nicht das Recht auf gutes Benehmen von mir? Ich bin aufgestanden und habe sie nach Hause gebracht. Aufpassen, es war seine Stillamme. Wenn eine Stillamme, eine Frau, die ihn gestillt hat, was für ein Recht hat die Mutter? Was für ein Recht hat die Mutter? Es gibt sogar eine Überlieferung: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam war mit den Sahaba und sie haben gesehen, eine Frau war panisch und hat nach ihrem Kind gesucht. Sie hat ihn nicht gefunden. Sie hat ihn nicht gefunden. Irgendwie hat sie ihn gefunden und hat sie dieses Baby an sich gezogen und gedrückt und hat es aus Angst gestillt, weil sie dachte, der verhungert. Und es war panisch für diese Mutter. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat diese Frau angeschaut und sagte dann zu den Sahaba: Denkt ihr, diese Frau würde jemals ihr Baby ins Höllenfeuer werfen? Sie sagt: Kelle, niemals, ja Rasulullah. Er sagte: Allah verabscheut es noch mehr, seinen Diener ins Höllenfeuer zu werfen. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Es gibt in Qasas al-Anbiya wird uns berichtet, als die Geschichte von Isa stattfand und yani, sie ihn kreuzigen wollten. Und es gibt ja mehrere Meinungen bezüglich Kreuzigungen. Einmal gab es ja die Meinung, Isa a.s. fragte seine Jünger, seine Hawariyun: Wer von euch möchte mit mir so ins Paradies sein? Und dann sagte einer: Ich. Dann hat er gesagt: Okay, du wirst mit mir so im Paradies sein. Allah wird deine Gestalt zu meiner Gestalt machen. Und dann hat er Allah seine Gestalt so gemacht von der Gestalt von Isa und dann haben sie ihn gekreuzigt. Dann gibt es ja noch eine andere Überlieferung, also eine andere Erzählperspektive, wo Judas die Feinde zu Isas Haus brachte. Und dann sagten sie: Judas, geh du rein, du erkennst ihn am besten, hol ihn raus. Und dann ging Judas in das Haus von Isa a.s. und als er rauskam, hat Allah das Gesicht von Judas zu dem Gesicht von Isa gemacht. Und dann kam er raus und hat gesagt: Du bist Isa. Da sagte er: Nein, nein, ich bin Judas. Da sagte er: Doch, du bist Isa. Judas ist reingegangen, ist nicht rausgekommen. Du bist Isa. Und dann haben sie ihn gekreuzigt. Und dann gibt es ja sogar noch eine Erzählperspektive, wo alle reingegangen sind. Dann sind sie alle rausgekommen und alle sahen aus wie Isa. Und sie wussten nicht, wen sie da kreuzigen sollten. Das nur kurz mal erwähnt, damit wir es gehört haben. Als es dann stattgefunden hat, wusste Mariam im ersten Augenblick nichts davon. Sie nahm ihre Schwester und wollte die letzte Ehre ihrem Sohn am Grab erweisen. So ging sie zum Grab und von Weitem sah sie einen Mann da stehen. Und dann fragte Mariam, und Mariam war die reinste der Frauen. Deswegen wird sie auch die Frau vom Propheten sallallahu alaihi wasallam im Paradies sein. Sie sagte zu ihrer Schwester: Siehst du diesen Mann da? Und sagte: Nein, ich sehe keinen Mann, da ist niemand. Da hat Mariam verstanden, es ist ein Engel. Dann sagte sie zu ihrer Schwester: Bleib hier stehen, ich gehe. Dann ist sie da hingegangen und Jibril alaihi salam war da. Und Jibril alaihi salam fragte Mariam: Mariam, was machst du hier? Und sie sagte: Ich wollte meinen Sohn verabschieden. Und Jibril alaihi salam sagte zu Mariam: Dein Sohn ist nicht gestorben. Komm an diesen und diesen Ort, da wirst du deinen Sohn treffen. Gesagt, getan, Mariam erschien an diesem Ort und sie sah tatsächlich ihren Sohn. Daraufhin hat Mariam angefangen zu weinen und sagte: Oh mein Sohn, was haben sie mit dir gemacht? Und Isa alaihi salam hat sich, ich finde das, ein erwachsener Mann, ein Prophet, wie er sich bei seiner Mutter ausheulen möchte und sagte: Ja, um mir, oh meine Mutter, sie haben mich gejagt und sie wollten mich umbringen. Ich hatte Angst. Daran sieht man das, was Allah zwischen Mutter und Sohn gesetzt hat. Was ich im Großen und Ganzen sagen möchte: Schätzt eure Mutter, liebt eure Mutter. Allah liebt es, wenn ihr eure Mutter liebt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Wer seinen Eltern nicht gehorcht, der gehorcht mir nicht. Und zu mir ist der Ausgang. Seid gut zu euren Eltern. Wenn du die ersten weißen Haare auf dem Kopf deiner Eltern siehst, so wisse, dass Melek al-Maut ihnen schon frohe Botschaften gebracht hat. Er hat ihnen schon Karten geschrieben, Besucherkarten. Bald werde ich erscheinen. Genieß diese Tage, lieb deine Eltern und bitte Allah für sie um das Beste, was es gibt. Assalamu alaikum. So. Ah.